Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es nach all den Erklärungen zu den Verlängerungen und den Vertiefungen des Lockdowns jetzt endlich um die von so vielen und auch von mir persönlich lang ersehnten Lockerungen des Lockdowns gehen kann. Dazu geschrieben hat mir der Andi aus Ingolstadt, der von mir wissen möchte, wie wir Freien Wähler die jüngste Kurskorrektur der bayerischen Staatsregierung beurteilen und ob wir mit dem Erreichten zufrieden sind. Ja, lieber Andi, lass mich deine Frage zum Anlass nehmen, zunächst einmal klarzulegen, dass die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr über Verlängerung und Vertiefung des Lockdowns, sondern endlich über erste Schritte zurück in Richtung Freiheit und Normalität diskutieren können, ein gewaltiger Erfolg ist. Einerseits ein gewaltiger Erfolg der von unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU auf den Weg gebrachten Corona-Maßnahmen, vor allen Dingen aber natürlich ein gewaltiger Erfolg des Team Bayern, der Menschen in unserem Land, die mit einem wirklich gewaltigen solidarischen Kraftakt dafür gesorgt haben, dass wir nach der ersten Welle, jetzt auch die zweite Welle, erfolgreich gebrochen haben, dass die Inzidenzen endlich sinken, die Maßnahmen Wirkungen zeigen und wir jetzt zurück uns auf den Weg machen können in Richtung Normalität und Freiheit. Wie beurteilen wir Freien Wähler, was wir erstinstanzlich, jetzt zunächst in Berlin, dann im Bayerischen Kabinett und heute im Bayerischen Landtag beschlossen haben? Ich glaube, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass ich damit sehr zufrieden bin. Ich bin damit deshalb sehr zufrieden, weil ich ja schon am Mittwoch im Parlament den Bayern-Plan von uns Freien Wählern für den Exit aus dem Lockdown erläutert habe, da ein paar Kriterien vorgeschlagen habe und jetzt den Eindruck habe, dass diese Kriterien sich in der aktuellen Beschlussfassung durchaus wiederfinden, dass also das, was jetzt an Rückweg Richtung Normalität und Freiheit beschlossen worden ist, schon ein gutes Stück weit die Handschrift von uns Freien Wählern trägt. Wie schaut unser Bayern-Plan aus? Was sind diese Kriterien für den Rückweg in die Normalität? Ich habe im Landtag vorgeschlagen, uns an mindestens drei Kriterien für die Lockerungen auszurichten. Erstens bin ich fest davon überzeugt, dass wir genau darauf schauen müssen, wie welche Maßnahmen wirken, sodass wir die Maßnahmen, die besonders viel Wirkung haben gegen Corona, weiterhin bestehen lassen, um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu behalten und solche Maßnahmen, von denen wir glauben, dass sie nur wenig Wirkung haben, als erstes zurücknehmen. Ganz konkret besprochen glaube ich, dass es einigermaßen sinnbefreit wäre, jetzt etwa die FFP2-Maskenpflicht zurückzunehmen, weil wir ganz einfach sehen, als wir die eingeführt haben, da sind anschließend die Inzidenzen deutlich gesunken, also eine Maßnahme mit hoher Wirkung. Für eine Maßnahme mit einer sehr geringen Wirkung halten wir Freien Wähler die nächtlichen Ausgangssperren in Bayern. Die waren vielleicht richtig, als die Inzidenzen bei 200, bei 300 waren. Jetzt aber mit stark sinkenden Inzidenzen, glaube ich, ist es wirklich nicht mehr angebracht, den Menschen zu verbieten, nach 21 Uhr ohne ihren Hund vor die Haustüre zu gehen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns da auch durchsetzen konnten, dass das jetzt nur noch gilt in Landkreisen mit einer Inzidenz größer 100, also in der großen Fläche Bayerns nicht mehr und dann auch erst ab 22 und nicht mehr ab 21 Uhr, also erster Erfolg, diese Rücknahme der Ausgangssperren. Das zweite Kriterium, das ich neben einem dritten der Infektionswahrscheinlichkeit vorgeschlagen habe, ist dasjenige der gesellschaftlichen Bedeutung von geschlossenen Institutionen und geschlossenen Branchen. Wir Freien Wähler sind fest davon überzeugt, dass wir solche gesellschaftlichen Teilbereiche, die besonders wichtig für die Menschen in unserem Land sind und auch für die Zukunft unseres Landes, zuerst öffnen müssen und nachgelagert dann in einem zweiten Schritt diejenigen Branchen, die vielleicht vorübergehend noch verzichtbarer sind und so lange aber mit Wirtschaftshilfen gut entschädigt werden müssen. Mit anderen Worten habe ich dafür geworben, dass es ein klares Primat für die Schulen gibt. Da geht es um die Zukunft unserer Kinder und Schule ist am Ende des Tages einfach eine soziale Veranstaltung. Da geht es nicht einfach nur um Wissensvermittlung, sondern insbesondere bei den Kleinsten auch darum, mit anderen in Kontakt zu sein, die Freunde zu treffen, ja, in einem sozialen Austausch zu stehen. Und deshalb war es uns so wichtig, jetzt als erstes die Schulen zu öffnen. Und auch das ist Teil dessen, was wir jetzt für Bayern beschlossen haben. Die sukzessive, verantwortbare, gestufte Rückkehrung in den Schulbetrieb beginnend ab dem 22. Februar.
zweiter Erfolg, also Schulen wieder auf, zurück in die Schulen, natürlich verbunden mit einem entsprechenden Testkonzept und auch verbunden mit einer Änderung der Impfpriorisierung. Die Lehrerinnen und Lehrer werden nach vorne gezogen, auch das halte ich für richtig, denn wer an der Corona-Front, weil es richtig und wichtig ist, aktiv ist für unser Land, der muss auch den bestmöglichen Schutz genießen. An diesem Kriterium der gesellschaftlichen Wichtigkeit einer Branche orientiert sich auch noch eine dritte Entscheidung, nämlich diejenige, von der ich nicht so sehr betroffen bin, nämlich die Friseure wieder aufzusperren. Das geschieht jetzt am 1. März und zwar unabhängig von den Inzidenzien. Ich glaube, dass auch das wichtig ist, einfach deshalb, weil es da um die Hygiene geht, weil es da um die Lebenswirklichkeit der Menschen geht. Und auch das ist ein klares Signal. Es geht jetzt wieder zurück in Richtung Normalität. Es geht jetzt wieder zurück in Richtung Freiheit. Mit anderen Worten, lieber Andi, also schon Zufriedenheit bei uns mit diesen Maßnahmen. Es ist bekannt, dass wir uns das ein oder andere vielleicht ein bisschen früher gewünscht hätten, dass wir uns auch darüber hinaus vielleicht beim Einzelhandel und anderswo noch ein bisschen mehr hätten vorstellen können, als jetzt nur zuzuwarten, bis die Inzidenz unter 35 gesunken ist. Aber trotzdem ist eines wichtig, es stimmt jetzt endlich die Richtung. Wir kommen endlich raus aus diesem Modus der Dauerdepression. Wir kommen raus aus dieser Phase, in der sich Corona wie Mehltau auf alle Bereiche unserer Lebenswirklichkeit legt und geben den Menschen auch wieder Motivation, indem wir als Politik zeigen, wenn wir gemeinsam Erfolg haben, weil alle mitmachen, wenn die Zahlen sinken, dann hat das für uns auch einen positiven Effekt, dann geht es auch wieder Richtung Normalität, dann geht es auch wieder in Richtung Freiheit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das war uns Freien Wählern auch immer wichtig. Wir haben ja dafür geworben, dass der Kurs der bayerischen Staatsregierung nicht einzig aus Vorsicht und Umsicht, sondern drittens auch aus der Zuversicht besteht und diese Zuversicht, die kommt jetzt in den neuen Beschlüssen endlich und erstmalig wieder zum Ausdruck. Um die Zuversicht zu mehren, das erlaube ich mir auch noch zu sagen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einerseits an den Therapien weiter forschen, aber vor allen Dingen auch die Sache mit dem Impfen endlich hinbekommen. Ich glaube, da gehören zwei Dinge dazu. Zum einen braucht man eine Impfkampagne. Wir müssen darüber aufklären, wie die Dinge liegen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Andi, aber ich persönlich habe immer größte Sympathie für alle, die zurück zur Normalität wollen. Ich tue mich ein bisschen schwieriger mit dem Verständnis für die Impfgegner, aber ich versuche es. Was ich gar nicht verstehe, sind Leute, die einerseits für mehr Freiheit und andererseits gegen das Impfen auf die Straße gehen. Ich glaube, die haben unsere Lage im Moment nicht verstanden. Der Weg zur Normalität und Freiheit, der führt übers Impfzentrum. Deshalb braucht man eine klare Kampagne und da sind auch alle öffentlichen Meinungsbilder eingeladen. Ich glaube, dass Fußballer, dass Schauspieler, die wieder in volle Stadien, in volle Konzertsäle wollen, Musiker, dass die nicht nur Werbung für Haarshampoo machen können, sondern, glaube ich, auch für die gute Sache jetzt mitwerben können, dass die Impfbereitschaft hoch ist. Und wenn die Impfbereitschaft hoch ist, das ist die Aufgabe von Politik, dann müssen wir es verdammt nochmal auch schaffen, alle, die sich impfen lassen wollen, zu impfen. Dafür braucht man genügend Impfstoff. Und da sage ich auch ganz deutlich, wenn die EU und wenn die Bundesrepublik das nicht hinkriegt, dann müssen wir uns vielleicht in Bayern mittelfristig auch selber auf die Hinterbeine stellen. Wir haben das schon einmal geschafft, dank Hubert Aiwanger mit dem bayerischen Maskencluster, als uns die Masken ausgegangen sind. Und ich glaube, wenn jetzt nicht genügend Impfstoff da ist, dann müssen wir auch darüber nachdenken, ob wir das in Bayern mit unserem Mittelstand nicht selber können. Also Zuversicht über Impfung, Zuversicht über Therapiestrategien, auch aber Zuversicht jetzt aus den jüngsten Entscheidungen, diesem Richtungswechsel, diesem Gamechanger, diesem Wendepunkt, mit dem es jetzt endlich auch dank des Nachdrucks von uns Freien Wählern wieder in die richtige Richtung, in Richtung Freiheit und in Richtung Normalität geht. So viel, lieber Andi, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt darüber hinaus, dann postet sie wie immer gerne unten in den Kommentaren. Und dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.